Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der Nordfriesischen Marsch, vierfach Map in der Version 1.4 ohne Gräben. Wir sind dabei Feld 16 und Feld 18 abzuernten, Gerste auf Feld 16, Hopfen auf Feld 18. Das ist das. Und was machen wir noch? Ich habe jetzt den Hinweis bekommen und ich habe da auch echt nicht drauf geachtet. Asche auf mein Haupt. Ich weiß jetzt, wo ich die Kohle abliefern muss. Bei der Bank. So. Ich mache das nämlich so, wie ich das dann echt auch mache. Ich muss die Kohle nämlich einfach nur hier auf die Treppe legen. Wer kennt es nicht? Ich weiß nicht, ob jemand von euch das sonst anders macht. Also ich nicht. Ich zahle mein Geld immer so bei der Bank ein. Und jetzt sehen wir nämlich auch, dass die Uhr hochläuft. So, die Geldkassetten sind weg, wie dem auch sei. Aber die Uhr läuft hoch. Ich fahre hier mal gegen das Gebäude. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall... sind wir die Kohle los. Wir zahlen ein. Wie ich schon sagte, wir sind fleißig dabei zu ernten. Händler ist auch nichts Neues. Boah, ich wollte ja nochmal gucken. Ich fange ja auch bald irgendwann mit der Häckselei an. Wie viel Targos habe ich jetzt? 4 Stück habe ich. Alles klar, die brauche ich dann auch alle. Wollte aber noch was anderes gucken. Bei Schiebeschildern gucken. Ja, da muss ich nochmal schauen, ob ich nicht noch ein besseres finde. Sind ja irgendwo sonstiges, diverses. Da wollte ich aber eine andere haben. Ja, okay. Egal. Ich fahre erstmal wieder den Wagen hier zum Hof. Eine Ernte scheint ja. Ich will nichts berufen oder beschreien, aber. Scheint ja irgendwie so ein bisschen zu laufen. Auffallend viele Pickups hier, ne? Man könnte meinen, wir sind in Amerika. Und nicht in Nordfriesland. Und der parkt natürlich auch sehr komisch da. So. Okay. Die erste wird abgebunkert. Sehr schön. Ja, sobald das erste Vorgewende fertig ist, ist das alles entspannt, habe ich das Gefühl. Sieht's hier aus? Ja, der hat jetzt hier eine Ladung gemacht, aber ich bin immer noch der Meinung, der verbraucht zu viele Holzpaletten. Also hier diese Bretterpaletten oder wie auch immer die heißen. Ja, wir können hier mal wieder eben einmal wegfahren, damit der auch genug Brennstoff hat. Ich weiß, die kann ich auch einlagern, aber warum sollte ich die einlagern, wenn ich sie hier für den Brennstoff brauche? Voll machen bitte.
So, der eine Drescher ist voll mit Hopfen. Warum fährt da kein Abfahrer hin? Muss ich gleich erstmal gucken. Erste, das ist mein Hopfendrescher. Meine Abfahrer. Erste. So. Warte, bis Warteposition frei ist. Der da. Warte, bis Füllstand erreicht ist. Feld 18. Ja, Füllstand ist erreicht. Und er jetzt? Aha, er fährt jetzt zum Hochsilo, obwohl er nur halb voll ist. Und der andere fährt zu meinem Drescher. Naja, wie dem auch sei. Soll er machen. Ich hoffe nur, dass er jetzt hier rumkommt. Ja, komm. Sehr schön. Das ist doch schön. Dann können wir doch eigentlich jetzt mal... Ja, das ist doch ein Bild für die Götter. Ein Bild für die Götter. Sehr schön. Wartet, ist gut. Ich muss doch noch ein Chaos kaufen. Fällt mir gerade ein. Das mache ich aber dann gleich bei ja. Wo ist er denn? Mann. Bin rüber gesteppt. Da ist er noch. Den wollte ich doch haben. Eben die Kühe versorgen. Wird sicherlich auch nicht jeden Tag vorkommen, dass die Kühe mit so einem Road Train ihr Kraftfutter kriegen, ihre Mischration, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Das ist ganz cool. Ja. Wobei ich da ja, jetzt mal eben gucken muss, wo denn hier der Abkipptrigger ist. Hallo! Ne, so weit durch kann das nicht sein. Sein. Wieso finde ich denn den Abkipptrigger nicht? Los, weg da! Ja, bescheuert. Den gleich am Anfang übersehen oder was? Thank you.
habe hier keinen Abladetrigger. Gemischration. Da habe ich schon mal jetzt die letzten Tage vor ein paar Wochen jemanden angeschrieben, wo denn der Abladeträger wäre. Da habe ich gesagt, ja, da im linken Dingens da. Da war er bisher auch, aber irgendwie funktioniert das hier scheinbar nicht mit diesem Fahrzeug. Ist hier irgendwie, keine Ahnung warum. So, Gerste ist voll. Also fährt da kein Gerstefahrer hin. Muss man sich hier um alles selber kümmern? Ist das echt so? Muss das wirklich so sein? Oh. Ja, Mann, ey. Ist ja mit 84%, ist das ja auch mal okay. Damit kann er das ja auch dann schon mal machen. So, die Gelduhr läuft immer noch hoch. Bei meinen Geldkassetten. Sehr schön. Tja. Schön, da hinten kann man es gleich beobachten, wie die fahren. Er abbunkert, hoffe ich. Und mein einer Lexion steckt im Verkehr fest, auch super toll. Logisch, wenn Madame sich hier mitten reinstellt. So, das soll dann wohl funktionieren jetzt, hoffe ich. Das Feld ist ja auch schon bald weg hier. Steht hier noch ein... Ja, seht ihr, der andere steht da schon auf Warteposition. Ja, perfekt. Perfekt. Hier, ne? Immer wenn mir nichts einfällt. Die Palette Bier, ey. Ich komme da nicht drüber weg. Wisst ihr eigentlich, also ich meine, ich weiß, wie man hier so Gras entfernt und hier einen Weg macht. Das ist ja überhaupt kein Thema. Aber wisst ihr, wie man so einen Busch da wegkriegt? Das geht nur im Editor, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ne, ich meine, ich weiß, dass es diese Bodenveränderungswalze gibt, die werde ich mir auch kaufen und werde dann hier und da mal ein paar Sachen verändern. Aber wie sieht denn das mit so Büschen aus?
kriege ich die weg. Bäume, klar, kann ich fällen und kann dann mit der Stumpenfräse drüber gehen. Und dann sind die weg. Aber so ein Busch. Oder sind das einfach nur versenkte Bäume? Einfach nur ganz weit runter. Oh, die Produktion steht. Oh Mann, mein Klaas hat durchdrehende Reifen. Der steht wieder an der gleichen Stelle. Jetzt hat er keine mehr. Sehr schön. Milch abladen. So, meine lieben Freunde. Das war's dann jetzt auch schon für heute. Hat er denn jetzt hier auf einmal durchdrehende Reifen? Und wieso fährt er leer hierher? Das ist für mich die viel größere Frage. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich tierisch freuen. Ja, besucht mich bei Facebook, Friesenjungen13, kommt auf meine Website, friesenjungen13.de. Und ansonsten freue ich mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr eventuell morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17. In diesem Sinn sage ich mal ciao.